EA Po Productions liest Jules Verne. Die Abenteuer des Kapitän Hatteras. Erster Band. Heute 9. Kapitel. Eine Neuigkeit. Endlich war man über den Polarkreis hinaus. Der Vorwart fuhr am 30. April zum Mittag vor Holsteinborg vorüber. Malerische Gebirge erhoben sich am östlichen Horizont. Das Meer schien, sozusagen, frei von Eis, oder vielmehr, man konnte den Eisblöcken leicht ausweichen. Der Wind schlug um in Südost, und die Brigg fuhr mit vollen Segeln das Baffinsmeer hinein. Dieser Tag war ganz besonders ruhig, und die Mannschaft konnte sich ein wenig erholen. Zahlreiche Vögel schwammen und flatterten um das Schiff herum. An diesem Tag begab sich an Bord ein ganz außerordentliches Ereignis. Als Richard Shandon um 6 Uhr früh von seiner Wache zurück in seine Kabine kam, fand er auf seinem Tisch einen Brief mit der Aufschrift »An den Kommandanten Richard Shandon an Bord des Forward, Baffinsmeer«. Shandon konnte seinen Augen nicht trauen, aber bevor er von dieser auffallenden Korrespondenz Kenntnis nahm, ließ er den Doktor, James Wall und den Rüstmeister rufen und zeigte ihnen denselben. »Das wird etwas ganz Besonderes«, sagte Johnson. »Das ist reizend«, dachte der Doktor. »Schließlich«, rief Shandon, »werden wir doch das Geheimnis erfahren.« Er zerriss rasch den Umschlag und las wie folgt. »Kommandant, der Kapitän des Forward ist zufrieden mit der Kaltblütigkeit, Geschicklichkeit und dem Mut, welchen Sie mit Ihren Offizieren und Ihrer Mannschaft unter den letzten Umständen gezeigt haben. Er bittet Sie, der Mannschaft seinen Dank dafür auszusprechen. Wenden Sie sich nun gerade nördlich zur Bay Melville, und von da aus bemühen Sie sich, in die Straße Smith zu dringen. Der Kapitän des Forward, K.Z. Montag, den 30. April, dem Kap Worsingham gegenüber.« »Und nichts weiter?« rief der Doktor. »Nichts weiter«, erwiderte Shandon. Der Brief fiel ihm aus der Hand. »Ei«, sagte Wall, »dieser eingebildete Kapitän spricht kein Wort mehr davon, an Bord zu kommen. Ich schließe daraus, dass er nie kommen wird.« »Aber«, sagte Johnson, »wie ist denn dieser Brief angekommen?« Shandon schwieg. »Herr Wall hat recht«, erwiderte der Doktor, der den Brief aufhob und um und herum drehte. »Der Kapitän wird nicht mehr an Bord kommen, aus trefflichem Grunde.« »Und aus welchem?« fragte Shandon lebhaft. »Weil er bereits da ist«, erwiderte einfach der Doktor. »Bereits?« rief Shandon. »Was meinen Sie damit?« »Wie ist es sonst zu erklären, dass dieser Brief kam?« Johnson schüttelte den Kopf zum Zeichen der Beistimmung. »Nicht möglich«, versetzte Shandon nachdrücklich. »Ich kenne jeden einzelnen Mann an Bord. Man müsste dann annehmen, der Kapitän befände sich seit der Abfahrt des Schiffes unter denselben? Das ist nicht möglich, sage ich Ihnen. Es ist kein einziger darunter, den ich nicht seit länger als 2 Jahren 100-mal zu Liverpool gesehen hätte. Ihre Vermutung, Doktor, darf man nicht gelten lassen.« »Was lassen Sie also gelten, Shandon?« »Alles, dies ausgenommen. Ich nehme an, dass der Kapitän oder ein Mann, der ihn vertritt, was weiß ich, die Dunkelheit, den Nebel benutzen konnte, um im Stillen an Bord zu kommen. Wir sind nicht weit vom Land entfernt. Die Eskimos haben Kajaks, die unbemerkt zwischen den Eisblöcken durchfahren. Es war demnach möglich, dass jemand bis zum Schiff kam und diesen Brief einhändigte. Der Nebel war ziemlich stark, um den Plan auszuführen.« »Und auch um zu hindern, dass man die Brigg sah«, erwiderte der Doktor. »Haben wir nicht gesehen, wie ein Fremder sich an Bord schlich? Wie hätte dieser im dichten Nebel den Forward erkennen können?« »Das ist sonnenklar«, sagte Johnson. »Ich komme also auf meine Hypothese zurück«, sagte der Doktor. »Was meinen Sie, Shandon?« »Alles, was Sie wollen«, erwiderte Shandon hitzig. »Nur nicht, dass dieser Mann sich an meinem Bord befinde.« »Vielleicht«, fügte Wall bei, »befindet sich unter der Bemannung einer, der von ihm seine Instruktionen erhalten hat.« »Vielleicht«, sagte der Doktor. »Aber wer sollte das sein?« fragte Shandon. »Ich kenne alle meine Leute, sage ich Ihnen, und von lange her.« »Jedenfalls«, fuhr Johnson fort, »wenn dieser Kapitän erscheint, Mensch oder Teufel, wird man ihn empfangen, aber man kann aus diesem Brief noch eine weitere Auskunft schöpfen.« »Und welche?« fragte Shandon.
dass wir nämlich nicht bloß in der Melville Bay, sondern auch in den Smith Sound fahren sollen.« »Sie haben recht«, erwiderte der Doktor. »Den Smith Sound?« versetzte Richard Shandon mechanisch. »Es ist also klar«, fuhr Johnson fort, »dass der Forward nicht die Bestimmung haben kann, die nordwestliche Durchfahrt zu suchen, denn wir sollten den einzigen Weg dahin, den Lancaster Sound, links lassen. Daraus haben wir eine schwierige Fahrt in die unbekannten Nordmeere abzunehmen.« »Ja, der Smith Sound«, erwiderte Shandon, »ist der Weg, welchen im Jahre 1853 der Amerikaner Kane einschlug, und mit welchen Gefahren. Lange hielt man ihn für verloren in dieser erschrecklichen Zone. Schließlich, weil es vorgeschrieben ist, wird man in den Sund fahren. Aber bis wohin? Etwa bis zum Pol?« »Und warum nicht?« rief der Doktor. Der Rüstmeister zuckte die Achseln. »Endlich«, fuhr James Wall fort, »um auf den Kapitän zurückzukommen. Wenn er existiert, so sehe ich an der grönländischen Küste nur Disko oder Upernavik, wo er uns erwarten könnte. In einigen Tagen werden wir also wissen, woran wir uns zu halten haben.« »Aber«, fragte der Doktor, »werden Sie nicht der Mannschaft Kenntnis von diesem Brief geben?« »Mit Erlaubnis des Kommandanten«, erwiderte Johnson, »ich würde es nicht tun.« »Und weshalb?« fragte Shandon. »Weil all dieses Außerordentliche, Fantastische geeignet ist, die Leute einzuschüchtern. Sie sind bereits sehr in Unruhe über das Schicksal einer so auftretenden Expedition. Wenn man sie nun zum Übernatürlichen hindrängt, so kann dies schlimme Folgen haben, und wir möchten im Moment der Gefahr nicht auf sie zählen können. Was sagen Sie dazu, Kommandant?« »Und Sie, Doktor, was halten Sie davon?« fragte Shandon. »Meister Johnson«, erwiderte der Doktor, »scheint mir verständig zu urteilen.« »Und Sie, James?« »Ein besseres Vorbehalten«, versetzte Wall, »trete ich der Meinung dieser Herren bei.« Shandon sann einige Augenblicke nach, las noch einmal achtsam den Brief. »Meine Herren«, sagte er, »Ihre Ansicht ist gewiss gut, aber ich kann sie nicht teilen.« »Und weshalb, Shandon?« fragte der Doktor. »Weil in dem Brief förmlich vorgeschrieben ist, die Mannschaft von Seiten des Kapitäns zu beglückwünschen. Nun habe ich bisher stets blind seinen Befehlen gehorcht, in welcher Weise auch sie mir zugestellt wurden, und ich kann nicht...« »Doch«, versetzte Johnson, der mit Recht um die Wirkung besorgt war, welche dergleichen Mitteilungen auf den Geist der Matrosen haben würden. »Wacker Johnson«, entgegnete Shandon, »ich begreife, dass Sie darauf dringen. Ihre Gründe sind vortrefflich. Aber lesen Sie, er bittet Sie, der Mannschaft seinen Dank dafür auszusprechen.« »Nun, so verfahren Sie demnach«, fuhr Johnson fort, der übrigens sonst strenge den Gehorsam zu wahren verstand. »Soll man die Mannschaft auf dem Verdeck versammeln?« »Tun Sie das«, erwiderte Shandon. Die Neuigkeit von einer Mitteilung des Kapitäns verbreitete sich augenblicklich an Bord. Die Matrosen kamen unverzüglich an den Platz für ihre Revue, und der Kommandant las laut den geheimnisvollen Brief. Man hörte mit dumpfem Schweigen dem Verlesen zu. Die Leute gaben sich tausend Vermutungen hin. Clifton konnte sich nun allen Anschweifungen seiner abergläubischen Fantasie überlassen. Er schrieb dem Kapitän Hund seinen redlichen Anteil dabei zu und verfehlte nicht, ihn zu grüßen, als er zufällig ihm in den Weg kam. Ein jeder war überzeugt, dass des Kapitäns Schatten oder Geist an Bord war. Die Gescheitesten hüteten sich von nun an, ihre Vermutungen gegeneinander zu äußern. Am 1. Mai ergab die Aufnahme zu Mittag 68 Grad Breite und 56 Grad 32 Minuten Länge. Die Temperatur war gestiegen und das Thermometer zeigte 25 Grad Fahrenheit, minus 4 Grad Celsius. Der Doktor hatte das Vergnügen zuzuschauen, wie eine weiße Bärin am Rande eines längs der Küste schwimmenden Eisblockes mit zwei Jungen spielte. Er machte mit Wall und Simpson einen Versuch, in dem Boot Jagd auf sie zu machen, aber das eben nicht kampflustige Tier schleppte rasch seine Jungen mit sich fort und man musste auf ihre Verfolgung verzichten. Vom Wind begünstigt fuhr man während der Nacht ums Kap Chidley herum und bald sah man am Horizont die hohen Berge von Disko sich erheben. Rechts ließ man die Bay Go Down, wo der Generalgouverneur der dänischen Niederlassungen residierte. Shandon hielt nicht für angemessen, sich hier aufzuhalten, und fuhr an den Piroggen der Eskimos, welche zu ihm zu gelangen bemüht waren, rasch vorüber.
Die Insel Disko heißt auch Walfischinsel. Von hier aus schrieb am 12. Juli 1815 Sir John Franklin zum letzten Mal an die Admiralität. Und hier legte auch am 29. August 1859 der Kapitän McClintock bei seiner Rückkehr an, indem er die nur zu sichern Beweise vom Untergang dieser Expedition mitbrachte. Bald verschwanden die Höhen von Disko vor den Blicken. Es befanden sich damals zahllose Eisberge an den Küsten, welche auch das stärkste Tauwetter nicht loslösen kann. Diese ununterbrochene Reihe von Bergspitzen zeigte die seltsamsten Formen. Am folgenden Morgen gegen 3 Uhr gewahrte man nordöstlich Sanderson Hope. Das Land blieb etwa 15 Meilen links liegen. Die Berge schienen rötlich nussbraun gefärbt. Am Abend sah man einige Walfische von der Sorte, welche Flossen auf dem Rücken haben, mitten zwischen den Eisblöcken sich erlustigen. Während der Nacht vom 3. auf den 4. Mai konnte der Doktor zum ersten Mal die Sonne am Rande des Horizonts streifen sehen, ohne dass ihre leuchtende Scheibe untertauchte. Seit 31. Januar hatten ihre Bahnkreise täglich zugenommen und es herrschte jetzt ununterbrochene Tageshelle. Für Zuschauer, die es nicht gewohnt sind, ist diese ununterbrochene Dauer des Tages etwas erstaunlich Merkwürdiges, das selbst beschwerlich wird. Man kann kaum glauben, wie sehr die Dunkelheit der Nacht für die Gesundheit der Augen nötig ist. Es verursachte dem Doktor wirklichen Schmerz, um sich an das fortwährende Licht zu gewöhnen, welches durch den Reflex der Strahler auf den Eisebenen noch schmerzhafter blendete. Am 5. Mai fuhr der Forward über den 72. Breitengrad. 2 Monate später hätte er hier zahllose Walfischfahrer getroffen, welche in diesen hohen Strichen dem Fischfang obliegen. Aber die Straße war noch nicht frei genug, dass diese Fahrzeuge es wagen konnten, ins Baffinsmeer vorzudringen. Am folgenden Morgen kam die Brigg, nachdem sie vor der Fraueninsel vorübergefahren, vor Upernavik an, der nördlichsten Niederlassung Dänemarks an diesen Küsten. EA-Punkt-Touch.